Wir haben echtes Mistwetter in Hannover, das soll uns aber nicht davon abhalten, draußen zu drehen, denn Vodafone hat hier eine total interessante Demo mit drei Audis und was die machen, das erklärt mir Marc Sauter von Vodafone. Was machen die Autos hier? Also selbst fahren tun die ja schon mal, oder? Die fahren noch nicht selbst, aber was wir hier zeigen, ist die sogenannte Vehicle-to-Everything-Kommunikation. Die Autos kommunizieren direkt miteinander und erhöhen damit die Sicherheit und den Komfort im Straßenverkehr. Das ist eine neuartige Innovation, die wir in Kooperation mit Audi und Huawei hier in Europa zum ersten Mal zeigen. Im Endeffekt kommunizieren die Fahrzeuge miteinander, die Fahrzeuge kommunizieren mit Fußgängern und damit werden Gefahrensituationen erkannt und Bremsvorgänge werden automatisch eingeleitet oder man kann auch über die eingebaute Kamera im vorausfahrenden Fahrzeug Gefahrensituationen erkennen. Über das Video, das dann gestreamt wird in die nachfolgenden Fahrzeuge, werden dann Überholvorgänge zum Beispiel wesentlich sicherer. Okay, warum ich das angesprochen habe mit dem Selbstfahren, ist Folgendes. Ihr versteht das ja nicht unbedingt als Teil des autonomen Fahrens, sondern noch einen Schritt davor. Warum ist der nötig? Wir müssen Erfahrungen sammeln, um autonomes Fahren dann auch in der Akzeptanz zu erhöhen. Wir müssen die Technologie weiterentwickeln und das machen wir hier in Kooperation mit Huawei und Audi. Welche Technik benötige ich dafür ganz genau, um das benutzen zu können? Das funktioniert im Endeffekt über die LTE-Technologie. Und zwar sprechen wir hier über das sogenannte Release 14, das jetzt dann standardisiert wird. Hier übernimmt Vodafone eine führende Rolle bei der Standardisierung dieser Technologie in Zusammenarbeit mit den anderen Partnern eben. Okay, und das funktioniert nur in Audis? Nein, das funktioniert nicht in Audis. Es muss natürlich nicht branchenübergreifend, aber natürlich fahrzeugübergreifend funktionieren. Nur dann können wir den signifikanten Mehrwert auch darstellen. Die ganze Technik ist ja darauf ausgelegt, dass eigentlich jeder Verkehrsteilnehmer, ob jetzt Fußgänger, Auto oder Mofa-Fahrer, irgendwie in diesem Netz drin sein muss. Wie kann ich mir das als Fußgänger zum Beispiel vorstellen? Was für eine Voraussetzung muss ich als Fußgänger mitbringen, damit ich in diesem System überhaupt erkannt werde? Ich glaube, in Zukunft, wir gehen davon aus, dass auch Fußgänger immer stärker vernetzt sind. Das fängt an mit dem Smartphone heute schon, auch über die Smartwatch oder in Zukunft dann über die intelligente Kleidung, die diese LTE V2X-Technologie dann integriert haben. Und damit ist man Bestandteil dieser technischen Lösung und kann davon dann profitieren, von den Vorteilen. Und wann kann ich damit rechnen? Damit rechnen können Sie dann ab 2019, ab 2020. Und wir gehen davon aus, dass das sukzessive dann eingeführt wird. Okay, spannende Demo. Also 2020 haben wir nicht nur, wie andere Konzerne, wie der Volkswagen-Konzern versprechen, jede Menge Elektrofahrzeuge, sondern auch Fußgänger, die sich quasi vorher anmelden, bevor sie über die Straße rennen. Ich persönlich finde das großartig, dann gibt es nämlich weniger Unfälle.